Ihr schaut NLTV mit dem WayTech Expert 70 Tablet PC hier in Ungarn und wie ihr erkennen könnt, ist ein 7 Zoll Gerät mit Android 2.2 wahrscheinlich installiert. Schauen wir uns jetzt mal die technischen Daten an, bevor wir hier das Gerät auspacken. Wir haben unter anderem HDMI-Anschluss, Bluetooth und WLAN mit eingebaut. Wir haben einen recht schnellen 800 MHz Prozessor. Das Gerät kostet ungefähr 150 Euro und kommt bald auch in Deutschland raus. Hier in Ungarn kann man schon kaufen. Den Link dazu findet ihr natürlich in Zukunft auf enlevel.com. Und jetzt schauen wir uns doch gleich mal an, was wir hier in der Verpackung finden. Wir werden es auch kurz mit dem iPad 2 vergleichen, obwohl es natürlich ein bisschen unfair ist. Und wir natürlich haben jetzt erstmal eine Garantiekarte. Das Gerät selbst, das schauen wir uns gleich an. Wir haben eine Folie oben drauf. Und was haben wir hier noch in der Verpackung drin? Einmal werden wir hier natürlich ein Ladekabel finden. Das ist kein Standard-USB-Ladekabel, sondern extra speziell dafür gemacht, dass man es an der Seite anschließen kann. Gleich schauen wir uns noch die Anschlüsse an. Dann haben wir hier ein Mini-USB-Kabel, also kein Mikro wie bei den Handys. Ihr müsst also, falls ihr keine externe Festplatte mit euch führt, immer noch ein Kabel mitnehmen. Und eine kleine Überraschung ist hier die Tasche, die noch beigeliefert ist, aus Neopren, die man hier so schön aufklappen kann. Und ja, die bietet etwas Schutz für das Tablet. Und vielleicht könnt ihr auch noch ein paar andere Papiere reinlegen. Außerdem haben wir hier noch in der Verpackung drin eine Registrierungskarte und ein kurzes Handbuch in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch auf Deutsch, da das wahrscheinlich auch in Deutschland bald erscheint. Aber wir sehen können, pro Sprache vielleicht höchstens 2 Seiten und eine kurze Beschreibung, was die Anschlüsse sind. Diese werde ich euch aber auch gleich selber vorstellen, wie ihr sehen könnt. Wir haben einen Micro-SD-Kartenleser, Mini-USB zum Aufladen, sind nicht zum Aufladen, zum Übertragen der 4 GB Daten hier drauf, Mini-HDMI, Kopfhörer und Mikrofon, nein, nur Kopfhörer und Stromanschluss an- und Ausschalter, die Android-Hardware-Tasten, Home, Zurück und Settings und ein Mikrofon. Auf der anderen Seite haben wir nichts und hier haben wir auch nur einmal Volume Control und das war schon. Auf der Rückseite haben wir keine Kamera, aber dafür eine gute Verarbeitung aus Plastik, lässt sich nicht reindrücken und hier unten haben wir die Lautsprecher. Schauen wir uns das Gerät selber an, wenn ich jetzt den Anschalter hier nochmal finde an der Oberseite. Wir haben nur an der Front eine Kamera und eigentlich ist das Gerät recht schnell. Es dreht auch schnell mit, wie ihr gerade gemerkt habt. Wir haben jetzt noch nicht wirklich Programme drauf. Es dreht etwas zu schnell, um ehrlich zu sein, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier schon ein paar Programme vorher mit drauf. Schauen wir uns doch zuerst mal die Kamera an, dann könnt ihr mich hier gleich im Bild sehen. Und sie reagiert doch wirklich angenehm flott in Fotofunktion und ansonsten Video natürlich noch etwas schneller. Sehr schön, für ein 100 Euro Tablet ungefähr nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder das Problem, ich weiß jetzt nicht genau, mit welcher Taste man zurückkommt, aber das kann man sich ja nach einer Zeit merken. Wohlgemerkt, hier ist jetzt eine Folie drauf, das heißt, eigentlich reagiert das Display noch etwas schlechter. Wir sind auch im Internet drin, deswegen gehen wir doch hier gleich mal in den Browser und schauen uns eine Website an. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wo wir hinkommen, aber Hauptsache, wir haben irgendwas, wo wir rein können und wie ihr sehen könnt, das funktioniert wirklich sehr, sehr flott und es macht Spaß mit dem 800 MHz Prozessor. Dieser dürfte dann auch HD-Videos abspielen. Leider haben wir jetzt hier keine eingebaut, aber eigentlich ist das Tablet wirklich aufsehenswert. Und schauen wir uns hier noch ein paar Sachen an, zum Beispiel Bilder. Sind schon ein paar mit der Kamera geschossen worden. Und hier könnt ihr erkennen, auch hier das Zoomen funktioniert wunderbar schnell. Und dieses Tablet ist ein Kauf wert, sobald es nicht direkt mit den Arcos-Geräten in Konkurrenz kommt in Zukunft. Jetzt gehen wir hier nochmal raus, wenn ich hier rauskomme. Na, genau. Und ja, schauen wir uns noch hier kurz Musik an. Einen kompletten Test werdet ihr bald eventuell von level.com lesen, den ihr eigentlich aber auch von unseren ungarischen Kollegen bei mobilex.hu oder EU, je nachdem, wo ihr einkaufen wollt, auch nochmal dann durchschauen könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Balázs Gál und bis zum nächsten Mal bei enlevel.tv.